So, noch kurz die E-Mail rausschicken. Ah, hi, ihr seid auch schon da? So, und weg damit. Perfekt. So, grüßt euch. Ich bin der Markus von Fitness Private und ihr seht schon, ich als Fitnesstrainer muss auch ab und zu am Schreibtisch sitzen. Und ihr kennt es alle aktuell in unserer jetzigen Lage. Wir hocken viel am Schreibtisch, viele sind im Homeoffice und ja, wir haben alle das Problem, dass wir zu Hause meistens keinen so tollen Arbeitsplatz haben. Kann sein, dass ihr am Küchentisch sitzt mit irgend so einem sehr starren Holzstuhl. Das ist natürlich dann der Worst Case. Und da gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die wir beachten müssen oder die wir beachten können. Ja? Viele von euch haben vielleicht einen höhenverstellbaren Monitor oder höhenverstellbaren Tisch zu Hause. Das wäre natürlich jetzt der Optimalfall, weil ihr müsst immer darauf achten, dass ihr zum Beispiel den Monitor nicht auf einer zu hohen oder zu niedrigen Höhe eingestellt habt. Das heißt, wenn ihr euch jetzt mal einfach gerade und aufrecht hinsetzt, das heißt, ihr achtet darauf, dass eure Knie so circa 90 Grad haben. Im Optimalfall haben auch die Arme ungefähr so 90 Grad Winkel und liegen hier locker auf dem Tisch auf, damit wir die Arme nicht die ganze Zeit heben müssen. Und wenn wir jetzt mal geradeaus schauen und von unseren Augen aus so eine imaginäre, gerade, waagerechte Linie bilden, dann sollte diese so ungefähr so am oberen Rand eures Bildschirms sein, wo ihr noch was lesen wollt. Also wo einfach noch Informationen, die für euch Relevanz haben, einfach noch stehen. Okay? So, und dann optimalerweise könnt ihr auch noch euren Bildschirm ein kleines bisschen neigen. Das können ja die meisten Monitore. Das heißt, dann schwenkt ihr den Monitor noch so um ca. 20 Grad, dass er so ganz, ganz leicht nach oben kommt. Das heißt, wir haben dann so einen Korridor, der nach vorne geht und so leicht nach unten strahlt. Und das ist so das optimale Blickfeld, dass wir relativ unangestrengt auf unseren Bildschirm schauen können. Ja? Hat folgenden Grund: Wenn ihr jetzt den ganzen Tag nach oben schauen müsst und eure Augen besonders weit aufreißen müsst, dann kann es dann langfristig natürlich einmal zu Nackenschmerzen führen, durch dieses nach hinten Neigen, also der Überstreckung eures Nackens. Und natürlich können auch irgendwann dann Kopfschmerzen folgen, weil die Augen einfach sehr angestrengt sind. Und ihr wisst selber, 8-9 Stunden ist nichts Außergewöhnliches am Stück zu sitzen. Deswegen einfach, wenn möglich, das Ganze mal so einstellen und ausprobieren. Okay? So, das zweite Problem, das wir natürlich haben, ist das Sitzen an sich. Also Sitzen ist einfach eine blöde, ungünstige Haltung für den Körper, weil wir einmal, um nur einen Faktor zu nennen, natürlich eine sehr, sehr ungünstige Hüftposition haben. Das heißt, wir haben diesen sehr, sehr verkürzten Hüftwinkel hier und da müssen wir einfach ab und zu raus. Deswegen könnt ihr euch eigentlich merken, dass ihr mehrmals am Tag die Position ändern solltet. Also klar, gutes Sitzen ist wichtig, aber trotzdem ist es nicht gut. Deswegen zwischendurch mal aufstehen. Und genau deswegen zeige ich euch heute noch ein paar kleine Übungen, die ihr machen könnt, die ihr einfach immer wieder mal einfließen lassen könnt, wenn ihr Zeit habt. Vielleicht mal zwischen einem Call und dem nächsten oder wenn mal ein Zoom-Meeting ist, ihr könnt die Kamera ausmachen, einfach nur zuhören, zwischendurch aufstehen, ein paar Übungen machen. Das wäre optimal. Okay? So, gehen wir es an. Ihr dürft einmal aufstehen. Ich habe es gerade schon erwähnt. Dieser Hüftwinkel mit diesen 90 Grad, wirklich nicht optimal. Deswegen ist es immer wieder mal wichtig, dass wir das Ganze ein bisschen aufdehnen zwischendurch. Das heißt, ihr haltet euch mal mit einer Hand hier am Tisch fest. Könnt es auch frei machen, wenn ihr eine gute Balance habt. Und jetzt greift ihr einfach mal hinten an euer Sprunggelenk ran und zieht mal die Ferse so nah ihr könnt ans Gesäß nach oben. So, und jetzt könnt ihr noch zusätzlich das Becken ein kleines bisschen nach vorne schieben, was dann nachher zur Folge hat, dass wir unser Hüftgelenk mal strecken. Das ist genau das, was wir den ganzen Tag nicht haben im Sitzen. Was aber irgendwann natürlich diese ganzen Rückenbeschwerden auch hervorrufen hat. Deswegen dehnt da mal richtig schön diese vordere Kette auf und macht euch ein bisschen lang. Natürlich auch im Schulterbereich darauf achten, dass wir nicht hier vorne reinfallen, sondern immer schön gerade und aufrecht positionieren. Das Kinn ein kleines bisschen nach hinten ziehen, dass wir schön aufrecht sind. So, wenn ihr jetzt hier vorne schon so eng und unbeweglich seid, dass ihr die Ferse gar nicht mehr erreichen könnt, oder das Sprunggelenk, könnt ihr auch gerne mal euren Fuß hier auf die Tischkante hinten drauflegen. Immer aufpassen, dass ihr nicht stolpert. Da ist das Ganze jetzt ein bisschen entschärfter, weil der Winkel deutlich größer ist und jetzt einfach mal das Becken nach vorne schieben. Das wäre noch eine einfache Version der ganzen Übung, die die meisten hoffentlich auch umsetzen können. Okay? Und das einfach mal zwischendurch machen, 60 Sekunden pro Seite halten und dann wieder zurück zum Arbeitsplatz. Okay? So, das nächste, was ihr machen könnt, ist eine Übung für die Gesäßmuskulatur. Auch eine schöne Dehnung. Das heißt, wir setzen uns mal etwas nach vorne, also an das vordere Drittel unseres Stuhls. Und jetzt kreuzt ihr mal ein Bein übers andere. Schaut darauf, dass ihr ungefähr 90 Grad habt. Und jetzt achtet mal darauf, dass ihr mit gerader Wirbelsäule mal nach vorne kommt. Die Arme könnt ihr gerne hier abstützen. Und lehnt euch mal so weit ihr könnt mit eurem Oberkörper hier über den Unterschenkel. Ihr werdet gleich merken,
Ihr spürt dann einen schönen Zug in der Gesäßmuskulatur auf der Seite des gekreuzten Beins. Also richtig schön vorne reinlegen und den Gesäßmuskel mal kurz aufdehnen. Okay? So, was jetzt ganz wichtig ist während diesen ganzen Übungen, achtet ein kleines bisschen auf die Atmung. Also bitte nicht einfach verkrampfen, weil das Erste, was wir machen, ihr kennt es alle, ich habe Schmerz vom Dehnen, was mache ich? Luft anhalten. Nicht gut. Bitte immer schön tief Luft holen und dann beim Ausatmen gerne noch ein bisschen weiter nach vorne kippen lassen, dass das Ganze einfach so entspannt wie möglich auch für euer Zwerchfell und das ganze Bauchfell hier vorne ist. Ja? Ganz, ganz wichtig. Danach natürlich noch andere Seite, das gleiche Spiel nochmal. Okay? So, dann, wir haben ja gesagt, wir wechseln ganz, ganz oft die Position. Das heißt, wir stehen nochmal auf. Klassiker, kennt ihr alle, Fingerbodenabstand. Einfach zwischendurch mal hier eure Backline ein bisschen aufdehnen. Das heißt, ihr stellt euch nochmal am besten schulterbreit auf. Jetzt lasst ihr euch nochmal ganz langsam erstmal durch Eigengewicht nach vorne fallen, ein bisschen leichten Zug auf der Rückseite spürt. Und wenn ihr die Beweglichkeit habt, einfach mal versuchen, bis zum Boden nach unten zu kommen. Drückt eure Knie durch, dass wir einen schönen Zug über die Wade, Kniekehle, Oberschenkel, Rückseite bis nach oben zum Rücken spüren. Und auch wieder wichtig, die Atmung nicht vergessen. Genau, nach ein paar Atemzügen kommen wir langsam wieder hoch. Und jetzt mobilisieren wir noch ein kleines bisschen unsere Wirbelsäule. Das haben wir nämlich hier im Sitzen auch den ganzen Tag kaum, dass wir da mal ein bisschen Bewegung reinbringen. So, das heißt, ihr legt eure Fingerspitzen hier seitlich hinter die Ohren. Und jetzt beginnt ihr bitte von oben an nach unten die Wirbelsäule durchzubewegen. Das heißt, wir fangen hier an, beugen zuerst mal unsere Halswirbelsäule, bringen die Ellenbogen nach vorne, kommen dann aus der Brustwirbelsäule langsam runter und gehen mal so weit, bis unsere Ellenbogen hier zwischen den Knien angekommen sind. Wir dürfen auch die Knie ein bisschen anbeugen. Und jetzt machen wir das Ganze wieder rückgängig. Das heißt, wir richten erst unsere Lendenwirbelsäule auf, kommen danach zur Brustwirbelsäule und ganz am Schluss ziehen wir die Ellenbogen schön nach hinten, bis wir ganz aufrecht und gerade hier stehen. Genau, das Ganze könnt ihr auch nochmal 5-6 Mal auch losgelöst von den anderen Übungen einfach mal für euch wieder einbauen. Okay? So, und dann noch eine Übung im Sitzen. Die ist relativ unkompliziert, weil die können wir tatsächlich auch dann, während wir vielleicht auch in einem Call oder in einem Zoom-Meeting sind, umsetzen, dass ihr einfach mal während dem Sitzen eure Handflächen hier auf den Tisch legt. Achtet nochmal so ein kleines bisschen auf die ganze Sitzhaltung, die ich am Anfang erklärt habe. Und jetzt geht ihr mal in so eine schöne, umfangreiche Schulterkreisbewegung. Das heißt, wir ziehen die Schulter nach oben, hinten, unten und bewegen die ganzen Schultern langsam wieder vor. Und das Ganze können wir mal umdrehen, von hinten nach vorne, dass einfach hier oben in der Brustwirbelsäule und vor allem auch im Schultergelenk mal ein kleines bisschen Bewegung reinkommt. Okay? So, das waren so ein paar kleine Maßnahmen für euch. Ich hoffe, ihr probiert das Ganze mal aus, weil ihr werdet sehen, solche kleinen Dinge zwischendurch, die helfen euch wirklich da so ein bisschen aus dieser ganzen Kopfschmerz, vielleicht auch Halswirbelsäulen-Thematik rauszukommen. Okay? Ich wünsche euch viel Spaß und bitte probiert es aus.